bin ich, der Uwe von Via Meras. Und zwar, wir machen heute mal ganz was anderes als wir sonst. Ihr wisst ja zumindest die meisten von euch, dass ich gehackt worden bin und eigentlich mein altes YouTube-Konto komplett verloren habe. Also bitte da unten oder irgendwo auf Abonnieren klicken und holt es mir wieder zurück. Ich war ja schon auf 1200 Abonnenten. Jetzt bin ich schon wenigstens wieder auf über 200 und freue mich über jedes Abo, das ich wieder dazu kriege. Und ich habe mir gedacht, anstatt heute einmal ein VR-Video dabei, mache ich heute wirklich einmal kurz die Google-Sicherheitseinstellungen, dass wir das jetzt einmal gemeinsam durchmachen. Und ich kann euch wirklich allen nur empfehlen, schaut, dass ihr wirklich so ziemlich alles aktiviert, was möglich ist, damit das funktioniert. Ich habe leider vergessen, meine Backup-Codes aufzuschreiben. Ich habe sie zwar erstellt, das weiß ich, aber ich habe sie mal leider nirgendwo aufgeschrieben oder ausgedruckt. Also wirklich ganz wichtig, Backup-Codes ausdrucken oder irgendwo aufschreiben. Also ich habe mir jetzt überhaupt ein neues Passwort-Heft gekauft bei Amazon. Das kann ich dann runter verlinken. Irgendwo da oben habe ich es. Ich werde es nachher gleich schauen. Moment, ich hole es einmal. So was Ähnliches kann ich einfach nur empfehlen. Das ist dann einfach so ein Zugriff verweigert mit den ganzen Passwörtern drin, alphabetisch geordnet. Ist ganz praktisch und sowas würde ich auf jeden Fall verwenden. Noch zusätzlich, warum wir eigentlich heute da sind, ist die ganze Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter und so fort. Und aus dem Grunde habe ich mir ein paar Sachen gekauft, und zwar Sicherheitsschlüssel. Ich habe mich vorher damit nicht ausgekannt, ich habe gar nicht gewusst, um was es da eigentlich genau geht. Gibt es bei Amazon zu kaufen. Ich werde dann diese zwei, die ich mir gekauft habe, drunter verlinken. Das ist einmal zum einen der von Tetis. Tetis heißt das, glaube ich, ja, Tetis. Mit einer Sicherheitstaste heroben. Das heißt, um ihn zu aktivieren, muss man halt immer diese Taste drücken. Und den gleichen habe ich von Yubico, das ist der Yubico 5 NFC. Den habe ich mir auch noch als zweiten gekauft. Der ist allerdings teurer, der andere kostet 30 Euro, der kostet 54 aktuell. Hat so eine physische Touch-Taste, das heißt, so wie bei einem Seranfeld, einfach Finger hinhalten, wird erkannt und damit kann man es dann aktivieren. Und hat da zusätzlich noch die NFC-Funktion. Wie das Ganze jetzt dann funktioniert, zeige ich dann jetzt gleich. Wir werden jetzt einfach eine E-Mail-Adresse erstellen und ja, wir gehen es am Laden. Wir machen jetzt eine E-Mail-Adresse und schauen wir mal, was da alles für Sicherheitsfunktionen gibt. So, schalten wir mal um auf den Google-Bildschirm. Das heißt, wir machen jetzt da eine E-Mail-Adresse, sprich, wir tippen da jetzt was ein und ja, versuchen es einfach mal. Ich habe gesagt, Hans Mustermann wir jetzt nicht probieren brauchen, sondern wir nehmen Hans, oh, ich werde Betutsche da oben eingeschrieben, vielleicht funktioniert das eh. Hans Betutsche, ja, den gibt es tatsächlich noch nicht. Perfekt, machen das Ganze ein Passwort. So. Ich habe jetzt kein allzu schweres Passwort verwendet. So, ich hoffe, er lässt es. Ah, wählen Sie ein Sicherheitspasswort. Okay, also ich hätte das nicht nehmen sollen. So, schauen wir, ob das funktioniert. Jawohl. So, dann kommt natürlich der nächste Schritt. Google will eine Telefonnummer haben. Ich kann euch das nur empfehlen, macht es auf jeden Fall, um das einfach zu bestätigen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz eine wichtige Sache. Und zwar tippen wir jetzt natürlich meine Nummer ein. Die werde ich euch natürlich schwärzen, damit ihr da meine Nummer habt. Dann kommt automatisch ein Bestätigungscode, natürlich logischerweise auf das Handy, was man es aktiviert hat. So, den gibt man dann oben ein, der gekommen ist. So, bestätigen. Und damit hat man schon einmal einen Vorteil, die Telefonnummer, also die E-Mail-Adresse ist auf die Telefonnummer von euch gesichert. Mittlerweile ist es allerdings so, dass es gar nicht anders mehr geht. Das heißt, man muss, was ich weiß, das jetzt immer eingeben. Das heißt, ihr habt gar nicht die Möglichkeit, ohne Telefonnummer euch zu registrieren. Ist ja schon einmal, ist trotzdem sehr praktisch, auch wenn ihr das nicht wollt, macht es. Ihr könnt optional eine E-Mail-Adresse zur Kontowiederherstellung angeben. Habe ich bei meinen Online-E-Mail-Adressen gemacht. Ich mache es jetzt da jetzt nicht, weil ich will es euch ja eigentlich nur mit sagen. Das heißt, ihr tippt da eine E-Mail-Adresse ein und bekommt ihr einen Link auf diese E-Mail-Adresse und bestätigt dort, dass ihr das als Sicherungsadresse verwenden könnt. Das heißt, solltet ihr was vergessen, euer Passwort etc., könnt ihr einfach sagen, auf E-Mail-Adresse senden, ihr bekommt dort den Bestätigungscode hin, ihr bekommt den Bestätigungscode aufs Handy, wenn es bei SMS macht, und habt damit einmal schon zwei Sicherheitsstufen aktiviert. So.
Juli 19. Hoppala. Hoppala, hoppala. 1923. So, ich mache mich heute mal ganz alt. Man muss da nicht wirklich viel was angeben. Das überspringen wir natürlich, um das geht es mir jetzt nicht express. Perfekt, bestätigen, alles bestätigen. Ich stimme zu, Sicherheitscheck etc. und so weiter und so fort. So. Jetzt haben wir unsere neue Hans Betutsche E-Mail-Adresse eingerichtet. Und wir gehen jetzt heroben auf, auf den Namen, Google-Konto verwalten. So, und dann links auf Sicherheit. Und dann geht es jetzt eigentlich einmal so richtig los. Man kann sich jetzt die Sicherheitstipps anschauen. Bestätigung in zwei Schritten ist serienmäßig nämlich immer auf Aus. Das heißt, bitte einigen, loslegen und unbedingt diese Bestätigung in zwei Schritten machen. Zum ersten Mal kommt jetzt dann wieder das Ganze auf die Telefonnummer natürlich zu machen, also einmal als Sicherheit. So, dann wieder den Code eingeben, den ihr wieder auf euer Smartphone kriegt. Bei mir kommt es kurz sagen als Pop-up. 365. Könnt ihr natürlich ruhig wissen, weil der gute nur einmal. So, damit aktivieren wir jetzt diese zwei Schritte. Und ab jetzt geht es eigentlich los. Das heißt, ich habe jetzt da oben die Telefonnummer aktiviert. Das zweite ist eben die Backup-Codes. Ganz, 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 ganz wichtig. Also wirklich, Backup-Codes sind ganz wichtig. Mit Hilfe dieser Codes. Man geht da einfach ein, sagt Backup-Codes abrufen, dann würden sie jetzt auftauchen. Ich würde jetzt allerdings nicht wieder schwärzen oder sonst irgendwas. Das heißt, diese Backup-Codes ausdrucken, es tut dann die Option zum Ausdrucken und irgendwo ablegen. Also nicht am Computer speichern, weil da kann auch was passieren, dass sich der Computer abstürzt, ihr die Codes nie mehr kriegt. Also bitte, diese Codes sind ganz wichtig. Das sind, glaube ich, jetzt 8 oder 10 Stück. Und mit diesem Codes könnt ihr jederzeit, auch wenn ihr gehackt worden seid, euer Konto wieder herstellen, weil die habt nur ihr. So. Dann ist das nächste natürlich Aufforderung von Google, die ist im Prinzip bei mir jetzt aktiviert. Sprich, so. Es ist das passende Gerät im Prinzip bei mir ist meine Galaxy S22 aktiviert. Das heißt, sprich, wenn ich mich jetzt irgendwo mit auf einem anderen Gerät anmelden würde, wird auf meinem S22 sofort die Nachricht kommen: Sind Sie das? Wollen Sie sich gerade anmelden? Du sagst ja. Und dann ist das dort okay. So, das machen wir aber nicht so weiter. Authenticator-App schauen wir uns dann auch noch kurz an. Oder zumindest, ich erkläre es euch einfach ganz kurz. Ich wollte es ja eigentlich direkt sagen, aber es ist ja jetzt dann wieder so eine eigene Sache. Im Prinzip sagen, hier geht es zu einer und ladet euch im Google Play Store, im iOS Store, genauso wie es da oben steht, die App runter. Und das war es eigentlich schon. Dort klickt ihr dann auf Plus. Und ich schaue, ob wir das jetzt machen können. Jawohl. Ihr klickt dort einfach auf Plus, dann kommt dieser Code, den scannt ihr ein und sagt hinzufügen. Und dann bekommt ihr das, dann bekommt ihr eben einen Code, den müsst ihr wieder da eingeben und damit ist das eingerichtet. Damit habt ihr dann auch die Authenticator-App eingerichtet, die mir persönlich allerdings nicht mehr geholfen hat. Also nachdem es per Phishing gewesen ist, habe ich da keine Chance gehabt. Und damit kommen wir jetzt eigentlich zum wichtigsten Punkt, dem Sicherheitsschlüssel. So, und zwar, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich mache jetzt da einfach einmal, werde ich das jetzt kurz zeigen. Ist für mich jetzt die sicherste Variante von allen. Wie gesagt, ich habe zwei Sicherheitsschlüssel. Man geht eben auf Sicherheitsschlüssel, dann Sicherheitsschlüssel hinzufügen. Ich habe dann meine zwei Schlüssel hier. Und wir nehmen jetzt einfach mal den ersten, das ist der von ich vergesse den Namen immer, Tetis, ich werde es drunter verlinken, das ist der günstigste gewesen, der allerdings sehr gute Bewertungen hat. Das heißt, ihr steckt den jetzt einfach in euren Computer, sagt es herum, Sicherheitsschlüssel hinzufügen. So, was ihr jetzt nicht seht, ist, was ihr jetzt da seht, ist, dass man den Schlüssel jetzt einrichten will auf diese E-Mail-Adresse. Wollen Sie das fortsetzen? Ja. Geben Sie den PIN ein. Ihr kennt es ganz mal mit dem App, das was ihr für den Schlüssel runterladen könntet, nämlich am PIN eingeben, damit er ein bisschen Sicherheit hat. Ich habe sie mehr zu Hause, das heißt, das kriegt den kein anderer. Und genau das ist ja der gute Punkt, das hat kein anderer. Wenn euch einer aus China hackt, der hat den Schlüssel nicht, der kann diesen Sicherheitsschlüssel nicht übergehen, weil den habt ihr ja nur ihr da. Und falls er wirklich kaputt wird, habe ich ihn am zweiten gekauft, um Sicherheit zu gehen, dass mir da nichts passiert. So, wir drücken jetzt einfach
Bei mir steht, das steht jetzt bei euch da nicht da. Tippen Sie auf den Sicherheitsschlüssel. Das heißt, ich gehe jetzt dann her, drücke auf die Taste des Sicherheitsschlüssels. So, damit wird er jetzt erkannt. Zack, Name des Sicherheitsschlüssels. In dem Fall sage ich Deterris oder wie der jetzt heißt. Fertig. Fertig. So, und ihr habt jetzt diesen Schlüssel hinzugefügt. Und wenn ihr eine E-Mail-Adresse einmal wieder herstellen wollt, mit diesem Schlüssel, könnt ihr das jederzeit machen. Ihr könnt nämlich jetzt diesen Schlüssel mit, also der hat jetzt einen normalen USB-Anschluss, aber da gibt es natürlich diesen coolen Adapter von normalen USB auf USB-C, was bei meinem Telefon passt. Stecke ihn drunter an und kann mir E-Mail-Adresse immer und überall aktivieren. Das gleiche gibt es auch für iOS, das heißt vom normalen USB auf Lightning, damit das auch geht. Und was natürlich dann noch besser ist, und das machen wir jetzt gleich, ist der zweite Schlüssel. Der zweite Sicherheitsschlüssel ist der von Yubico, der Yubico 5 NFC. Der Name sagt eh schon alles, das ist ein NFC-Schlüssel. Das heißt, ich brauche das bei einem NFC-fähigen Gerät nur dazu halten. So, ich mache das gleiche, stecke den Schlüssel in meinem nächsten USB-Port ein. Sagt da Sicherheitsschlüssel hinzufügen, fortsetzen, tippen Sie auf den Sicherheitsschlüssel, das heißt jetzt drücke ich auf den zweiten, muss meinen PIN eingeben, so, damit ist das einmal aktiviert und tippen Sie nochmal auf den Sicherheitsschlüssel, drücken wir nochmal drauf, Name des Sicherheitsschlüssels, das ist jetzt der YubiKey oder so ähnlich, so, zack, zack. Und jetzt hätten wir beide zwei Sicherheitsschlüssel für meine E-Mail-Adresse hinzugefügt. Und das Geniale ist, das konnte euch niemand mehr knacken. Weil diesen Schlüssel habt nur ihr. Und auch ihr selber, das ist das nächste Problem natürlich, wenn ihr ihn verliert, sie schlecht. Und ihr könnt sie ihm auch nicht auslesen. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, das habe ich vorher nicht gewusst, weil ich ihm gekauft habe, habe ich meine E-Mail-Adresse, mein Microsoft-Konto hinterlegt und habe mir gedacht, ja, wie lese ich das Ganze jetzt aus, was da für Schlüssel oben sind, das geht nicht. Also der ist so kodiert und so verschlüsselt, man sieht gar nicht, was da drauf ist oder welche Schlüssel da jetzt oben sind. Das heißt, auch wenn euch jemand jetzt hacken würde, auf den Schlüssel zugreift, der kann ihn nicht auslesen. So, gehen wir wieder zurück. Und damit haben wir jetzt wirklich eigentlich alles. Wir haben das Handy hinterlegt, wir haben die Backup-Codes, wir haben den Google Authenticator, wenn ich ihn brauche, habe ich jetzt da nicht gemacht, aber den hätte ich jetzt auch noch. Und ja, das war's. Wenn ihr eben nicht sicher seid, ob ihr hundertprozentig irgendwo falsch angemeldet habt, könnt ihr auch alle vertrauenswürdigen Geräte alle wieder rufen. Das heißt, man muss sich auf jedem Gerät, wo ihr schon angemeldet habt, noch einmal neu anmelden. So, und das war's eigentlich. Damit seid ihr vollkommen sicher. Ihr seid mit den heutigen Daten komplett aktiviert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an, wenn wir, so, Übersicht, jetzt schauen wir uns das Ganze nämlich dann einmal an, wenn wir jetzt ganz normal, auf dem Handy gehen und auf dem Handy die gleiche E-Mail-Adresse einrichten wollen. Ihr seht ja, ihr kriegt die ganzen Sicherheitswarnungen, dass aktiviert worden ist, dass die Sicherheitswarnung angemeldet worden ist und, also das ist jetzt alles da und jetzt gehen wir noch einmal kurz aufs Handy und schauen wir uns das dort auch noch an, wie wir das jetzt machen. So, wir sind jetzt auf meinem Chromecast Ultra und ich nehme jetzt mein Telefon, werde euch jetzt da, wir starten einfach das Ganze über die Home-App. Verbindet jetzt selber automatisch. Wir tun mal Bildschirm streamen. Jetzt starten. So, damit seht ihr jetzt sozusagen meinen Handybildschirm, was die Sache ein bisschen viel leichter macht. Wir gehen in die Einstellungen, Konten und Sicherungen, Konten verwalten, sagen Konto hinzufügen. So, dann machen wir ein Google-Konto natürlich. Damit werden die Daten überprüft. Ich muss jetzt dann mit meinem Fingerabdruck meine Identität bestätigen. So, jetzt müssen wir die E-Mail-Adresse eingeben. Ehrlich gesagt, die habe ich jetzt dann schon so cool gemacht, dass ich mir das schon einmal gemerkt habe. Genau, die hat geheißen Hans Bedutsche. Weiter. So, Passwort eingeben. Jetzt geben wir das Passwort ein, das wir für das erstellt haben. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen, ist es dann gar nicht so leicht. So, jetzt habe ich vergessen.
Kann man auf Passwort anzeigen. So, ich tue das eh schwärzen. So, Identität wird bestätigt und jetzt kommt eben das Coole. Sicherheitsschlüssel mit Bluetooth verwenden, Sicherheitsschlüssel mit NFC oder mit USB verwenden. Wie erkennt man jetzt ganz normal mit USB das verwenden? Tue ich jetzt allerdings nicht, weil ich will euch das zeigen, wie das jetzt funktioniert, indem wir jetzt einen Sicherheitsschlüssel mit NFC verwenden und das hat keiner eine Chance, da jetzt irgendwie was zu machen. Das heißt, ich nehme jetzt meinen NFC-Schlüssel, Sicherheitsschlüssel flach hinten zubehalten, das war glaube ich bei meinem circa in der Mitte, tschack. Sie können den Schlüssel jetzt entfernen und die E-Mail-Adresse ist jetzt auf meinem Gerät aktiviert. Und es gibt einfach nichts Cooleres als wie mit diesem Schlüssel. Damit ist nämlich alles gesichert, was man machen kann und das funktioniert einwandfrei. Das heißt, ohne diesen Sicherheitsschlüssel funktioniert jetzt rein gar nichts mehr. Ihr könnt jetzt natürlich als Alternativen alle anderen Varianten verwenden von angefangen mit über SMS und so weiter und so fort. Bei mir hat es allerdings nichts mehr gebraucht. Ich habe die Chance nicht mehr gehabt, meine alte E-Mail-Adresse wieder herzustellen, weil, und das kann ich jetzt vielleicht sogar noch kurz sagen, ich schalte einmal kurz wieder um. So. So, wir sind jetzt wieder zurück im Menü. Ich tippe jetzt meine alte E-Mail-Adresse ein. Das war nämlich meine alte Adresse. So, jetzt könnt ihr noch mein Passwort eingeben. Das Passwort ist leider dahin. Ich habe Passwort vergessen und jetzt kommt's. Identität wird bestätigt. So, und bei mir steht jetzt dann schon da, das seht ihr jetzt dort leider nicht. Stecken Sie bitte Ihren Sicherheitsschlüssel ein. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Sicherheitsschlüssel gehabt hätte, den damals schon erstellt hätte, hätte ich mein Google-Konto wieder zurückholen können. Jetzt leider natürlich keine Chance, weil auf dem Schlüssel, was ich jetzt natürlich habe, ist leider nichts drauf. Das heißt, wenn ich jetzt drauf drücke, und der schreibt dabei immer, dieser Sicherheitsschlüssel ist angeblich nicht bekannt. Das heißt, es ist nicht mit dem Sicherheitsschlüssel, sondern wahrscheinlich mit irgendeinem chinesischen oder so gemacht worden. Das heißt, ich habe keine Chance mehr, meine alte E-Mail-Adresse wieder herzustellen. So, ich hoffe, ich habe euch da helfen können, dass ihr das, falls ihr einmal so eine neue E-Mail-Adresse oder so macht, bitte sichert alles ab, macht es mit SMS, macht es mit dem Google Authenticator, der funktioniert auf Apple und auf Android, macht es mit, dass es nur mit eurem Gerät bestätigt wird, kauft euch einen Sicherheitsschlüssel, wenn geht zwei, damit ihr da eine Sicherung doppelt habt. Ihr könnt da nicht nur eure Google-Konten, sondern euer Microsoft-Konto, euer Apple-Konto sichern, ich glaube euer Facebook-Konto geht da genauso sichern. Macht es einfach mit diesem Stick, den habt ihr nur ihr daheim und es hat kein anderer Zugriff auf diesen Stick. Das heißt, ihr könnt euer Konto damit jederzeit herstellen. Backup-Codes nicht vergessen und das war es eigentlich. So, das war es von meiner Seite jetzt hier. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können. Wenn ihr mein eigenes Video vorher angeschaut hättet, was mir wahrscheinlich nicht passiert, aber es hilft ja alles zum nichts. Es ist schon passiert, leider. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dankeschön, tschüss, Papa, euer Uwe.